Hallihallo, werden Freunde. Ja, wir tanken mal ganz kurz unseren Wagen auf, dass wir noch nach Bangor City kommen. Das können wir auch mal rüberlegen. Zack. Ist das Auto mit Energie? Jawohl. Auserwähltes Wesen. Auserwähltes Wesen, kannst du mich hören? Ja. Das Dorf stirbt. Unser aller Zukunft stirbt mit ihm. Uns bleibt nur wenig Zeit und Kraft. Heil dich. Jo. Ich beeil mich schon. Bunkerstadt. Miep, miep. Ah, fuck. Nein, ich möchte nicht gegen Todeskrank kämpfen. So. So. Zack. Bumm. Speichern. Und weiter. Broken Hills. Urino. Oh, ich mag unser Auto. Unbekannt. Das Unbekannte gefällt mir. Noch ein Rudel Wölfe. Mein Gott. Zalek, die Killermaschine muss ran. Oh, ist das lästig. So. Ach, der lebt noch. Wäre auch zu schön gewesen. Boo, 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 boo. Gott, das Rudelwölfe auch besiegt. Speichern. Haben wir wieder Level Up. Oh. 400 Erfahrung noch. Na, guck an. Ist.
Guten Tag, Bürger. Jo. Wir müssen mal ganz kurz hier rein. Jo, hallo Fremder. Immer wieder angenehm, ein neues Gesicht zu sehen. Ich heiße Randall. Ja, das ist bevor... Ja, ich weiß, tauschen. Ich Idiot. Ich nehme mir mal ein paar Sachen. Ich gehe hier mal noch mal kurz zum Auto. Vielleicht kann man doch hier so ein paar Sachen zusammentauschen. Für Vic und Salek bessere Rüstungen. Und so Dinge halt. Und generell Geld. So, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Dann solltest du sehr wertvoll sein, du eventuell. Du, du, alle drei kann ich noch mitnehmen. Guck an, hier alle drei. Kann ich auch noch mitnehmen? Hier alle fünf? Jawohl. Nee, kann ich nicht. Eine, zwei, drei. Geht schon nicht mehr. Okay, gut. Wir haben immer noch nicht das Geek, Leute. So. Ein paar Lernbücher wäre auch nicht verkehrt. So. Erste-Hilfe-Buch nehmen wir. Das nehmen wir, oder? Ja. Das wäre reparieren. Ah, warte mal kurz abbrechen. Wie viel bist du? Seht ihr drei wert? 3000. Ja, guck an. Dann dich 5000, dich alle. Bumm. Hier alle. ...5900. Na, guck an. Kann nicht zu viel tragen. Dann pass auf. Wiegt 35. Dann geben wir die noch dazu. Dann geben wir von denen einfach 10 ab. Bam. Dann funktioniert. So. Zurück. Lass du wollen. Ja. Okay. Bitboy, wir warten. Ah, ich kann hier nicht ausruhen. Natürlich kann ich hier nicht ausruhen. Warum auch? Speichern auf jeden Fall mal. Wir haben gut was bei Reparieren drin, 54 und Erste Hilfe, voll. So. Jetzt reden wir mal nochmal mit ihm. Das erste Gespräch hatten wir ja schon.
Okay. Nee, vergiss es. Drin sind sie, man sind das Gefängnis. Nee, es ist das Sklavendingens, Pferd. Reden wir mal hier im Central Council. Was ist das? Room? Immer mit ihm, er ist ein Kluger. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich suche Geek. Geckos Werk repariert. Ja, das hast du ja wegen gut gemacht, Bürger. Danke. Okay. Kannst du mir. Nee, du mir was sagen? Kannst du mir was sagen? Ja, was ist denn? Wegen Kraftwerken, Gecko. Hast du das Problem gelöst? Repariert, sollte kein Problem mit Stahl oder nichts mehr Du geben. hast ihr Kraftwerk also abgeschaltet. Nein, ich hab's repariert. Berater McClure hat mir das Blindersatzteil gegeben und damit habe ich das Kraftwerk zum Laufen bekommen. McClure? Ich nehme an, er hat dich auch gleich noch zum Bürger ernannt. Das Gecko-Kraftwerk zu reparieren bringt überhaupt nichts. Diese Viecher, man kann ihnen nicht trauen. Was, wenn ihr Kraftwerk wieder einen Defekt hat? Ich weiß nicht, vielleicht könntet ihr ihnen bei der Reparatur helfen. So. Du solltest dich in dieser Stadt lieber vorsehen, Bürger. Ich werde dich auf Schritt und Tritt beobachten. Ein Ausrutscher und du findest dich wieder im Exil. Ah, ich komme wieder, wenn du dich beruhigt hast. Hier gehen wir mal rein. Auch ein paar Auskünfte. Wo soll ich denn das jetzt schon wieder finden? Das kann mir halt auch keiner. Warte mal, was steht denn im Bip-Boy? Das ist doch eine Tür, oder? Ja. Sieht man nach einer Wohnung aus. Okay, hier oben wohnen bloß die Leute. Servant, was steht hier? Bedienerzuteilung. Nee, da wollen wir nicht rein. Informationszentrum, da gehen wir mal hin. Jo, guten Tag. Kann ich dir auf irgendeine Weise behilflich sein? Was ist das alles hier? Das ist das Informationszentrum von Bunkerstadt. Ist es das, was du suchst? Ja, vielleicht könntest du mir ein paar Fragen beantworten. Aber gewiss doch, was möchtest du wissen? Was ist das alles hier? Vielleicht. Ja. Gut. Momentchen, ich muss niesen. Eieiei. Tauschen. Was hast du im Angebot? Okay, gib mir mal das Erste-Hilfe-Buch, dein ganzes Geld. Ein Stimpack? Noch ein Stimpack.
50. So. So, handeln wir. Ich sehe mal, achso. Nichts, was ich brauche. Sieht man auch nach einer Wohnung aus. Oh, Papi. Party? Oh, Valerie. Okay. Okay. Moment. Okay, wir haben Vicks Tochter gefunden. Das ist interessant. So. Eieiei, okay. Sie ist an der Strahlung gestorben. Was zum... So. Bum, 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 bum. Okay, wir haben jetzt gerade so ein tolles Gespräch, also ihr könnt es selber lesen, ich komme nicht so schnell nicht hinterher. Oh Gottes Willen, Hilfe, das macht mich gerade fertig, dieses Gespräch. Ja, kann Radios reparieren und so. Ah. Oh, ja, das reicht jetzt. Okay, ich wollte eigentlich mit ihr reden. Oha, wenn das nicht der Boss von meinem Papa ist. Willst du was oder willst du bloß rumstehen und umglotzen? Hey, halblang, ich würde doch bloß ein bisschen umschauen. Das hier ist der Reparaturwerkstatt von Bunkelstadt. Hast du zufällig die riesen Schilfer der Seite gesehen? Nein, tut mir leid. Ah, Gottes Willen, ich will tauschen. Was reparierst du denn? Ich verkaufe Automaten, Tischen, Alkohol, Radios, Waffenteile, Lasergeschütztürme, Computer, Tür, was auch immer ich brauche. Werkzeug. Ausgezeichnet. Jetzt, wo man die Drehbank wieder halbwegs ins Laufen gekriegt hat, ist ihr Schraubenschlüssel verschwunden. Wieder. Mal. Und mein Zange ist völlig am Ende. Kann ich dir irgendwie helfen? Du, glaube ich, kaum. Einen Satz Zange geholfen? Ja, warum? Vielleicht kann ich ja welche für dich auftreiben. Ist mir ziemlich egal, aber wenn du unbedingt willst, dann machst du das doch in der Zeit. Okay, wenn ich Schraubenschlüssel und Zangen habe, komme ich wieder. Fuyo. Fuyo. Okay, Leute. Ja, das war Valerie, ja, Vicks Tochter. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.